Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Letztes Mal war es die beste Folge, die wir jemals in Pein gemacht haben. Dieses Mal weiß ich es nicht. Es sieht momentan nicht allzu gut mit uns aus. Haben wir jetzt die Fähigkeit, Tiere zu zähmen. Und diese Fähigkeit werden wir auch nutzen. Und ja, ich habe die letzten paar Folgen vielleicht ein bisschen rumgemeckert bei dem Spiel. Aber ganz ehrlich, das Spiel ist schon cool. Aber wenn es mich manchmal zu Palme bringt, wir werden das hier durchziehen. Da scheint eine Notiz über. Ah ja, das waren wir schon da. Das haben wir schon gesehen. Hallo? Bitte mich nicht töten. Bei der Beschaffung von Nahrung und Material können wir. Okay, es scheint doch gar nicht so schlimm gewesen zu sein. Was ist damals passiert? Die Menschen waren sehr feindselig und waren nicht gerade gut. Naja, ich sage jetzt mal lieber dazu nichts. In meiner Geschichte haben manchmal die Menschen schon ein bisschen Mist gebaut. Also ich kann das Misstrauen von manchen Tieren schon verstehen. War nicht jeder Mensch ist so. Und das müssen wir denen zeigen. Hi. Ah, zu zweit zähmen ist schwierig. Hey. Frosch, kannst du mir eventuell helfen? Was ist das? Ah, auch die Frösche. Okay, ich glaube, wir nehmen das Schnellhilfe-Ding. M. Alter, das ist so schlimm, wenn man Spiele spielt und jedes Spiel eine andere Einstellung hat. Heimat. Ich bin gespannt, was sie zu sagen haben. Jetzt wird wieder spannend, weil wir nämlich jetzt wieder endlich mit der Story wieder weiterführen können. Weil die ganze Zeit haben wir uns ja ausgerüstet und so weiter, weil ich ja da nicht es hinbekommen hatte. Andere YouTuber haben sich halt mehr auf die Story konzentriert. Deswegen hat es ja bei mir alles auch so lange gedauert. Egal, wir schwatzen jetzt nicht lange. Ich möchte wissen, was sie zu sagen haben. Ihr wisst ja noch hier am Anfang. Alter, ich will echt drehen, ne? Ich habe jetzt 4 Folgen hintereinander aufgenommen. Über eine Stunde jetzt schon. Eine Stunde und 30, 40 Minuten. Und es ist halt schon krank. Hallo? Oh, bei Mutters Gnade, du bist unverletzt. Mir geht es gut. Ich lerne im Außengebiet so viel. Hui, das ist Außengebiet ist zu gefährlich. Och nee, wenn ihr jetzt wieder abhängt mit ihr Scheißgequatsches, dann hau ich direkt wieder ab. Das stimmt zum Teil, aber es gibt im Außengebiet auch einige sehr nette Leute, die mir geholfen haben. Sie werden uns helfen. Naja, sie zeigen mir einen Weg. Ich glaube, dass da irgendwo ein Ort geben muss, an dem wir leben können. Wir können nicht ohne diese Kreatur leben. Das würde unser Tod bedeuten. Wir sind schon immer hier gewesen. Und das Leben auf der Klippe wird einen Weg finden. Aber wir sind nicht immer hier gewesen. Ich habe dir doch gesagt, Amam und ich fand. Wir können uns gegen all diesen großen Kreaturen nicht verteidigen. Du hast sie doch auch von der Klippe aus gesehen, oder? Ja, und jetzt auch aus der Nähe. Einige von ihnen sind gar nicht glücklich über die Anwesenheit von uns Menschen, aber andere sind durchaus hilfreich. Sie haben mir sogar dabei geholfen, einen Ort zu finden, den man eine Gruft nennt. Dort drin habe ich entdeckt, dass schon mal Menschen dort gewesen sind. In dieser Gruft habe ich auch die Äußerfund gefunden, mit dem wir uns besser verteidigen und etwas über die Lebensweise der Menschen vor uns erfahren können. Meine Güte, ich kann nicht mehr reden, noch so viele Stunden. Das sieht sehr interessant aus. Sieht gefährlich aus. Puh. Was machen sie nur mit dir? Du wirkst so anders. Das bin ich auch. Sie zeigen mir, dass es mehr gibt als die gefährlichen Klippen. Bitte, hör mit diesem Unsinn auf.
Leg dieses gefährliche Objekt weg und geh uns hier zur Hand. Es gibt so viel zu tun. Ich glaube, er könnte da was auf die Spur sein. Wir können nicht auf diesen lächerlichen Möglichkeit zurückgreifen. Wir müssen unser starke gezielt einsetzen. Meine Güte! Gary wollte dich sehen, sofern du nicht schon bei ihm warst. Ich bin froh, dass du zurück bist, um uns zu helfen. Ich werde dir nicht helfen. Ich werde abhauen und mein Leben weiterleben. Denkst du, ich bleib hier, wo es so weit runtergeht? Du hast doch nicht mal eine Tasten am Zaun. Was ist das im Schrank? Nee. Nö. Ich hau jetzt ab. Wir sehen uns. Wir werden uns nie wiedersehen. Eigentlich. Ich zähme jetzt meine Tiere. Tu mich mit jedem befreunden. Werde glücklich bis zu meinem Lebensende sein. Was willst du jetzt? Mein lieber Junge. Oh Gott. Du darfst uns doch nicht so erschrecken. Wir haben so viel verloren. Und dann warst du auf einmal auch noch weg. Ich bin im Außengebiet gegangen, um zu tun, was Amman getan hätte. Um zu lernen und um Hilfe zu suchen. Nein, Hu. So funktioniert das aber nicht. Das Außengebiet ist gefährlich. Du musst dich doch bestimmt ziemlich oft verteidigen, oder? Das stimmt schon, aber wir sind trotz der Erfolge beheben auf den Wirbel fest entschlossen, es hier zu schaffen. Und das solltest du auch sein. Jetzt brauchen wir mehr als jemanden zuvor deine Hilfe. Unser Häuser zu befestigen und die Truppen wegzuräumen. Ah ja, die reißt doch eh wieder runter. Was soll denn der Mist? Ich glaube, wir sollten die Klippen verlassen. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Und Sim, bleib hier und hilf uns. Es ist kein Zweck. Die Insel ist viel größer als diese Klippen. Und die Menschen vor uns wussten das. Hör auf. Hilf uns hier vor Ort. Geh zuerst zu Iam. Er fragt schon nach dir. Sei es du ausgebrochen bist. Ich kann nicht mehr reden. Das tut mir leid. Ich werde ihn aufsuchen. Einen Scheiß werde ich tun. Tschüss. Gräber. Ich bin ja immer noch davon überzeugt, dass unser Bruder nicht gestorben ist, ne? Okay, sie meinen es nur gut, ich weiß. Es sollte nicht so sein. Wir werden ihnen helfen, aber ich werde definitiv das mit den Tieren zählen noch weiter ausprobieren. Und werde definitiv nicht hier bleiben, wirklich nicht. Das wissen. Kann ich hier hoch? Nee. Hallo! Hast du mich erschreckt? Hallo, ja, und Gay hat mir gesagt, dass ich zu dir kommen soll. Ja, ich möchte dir helfen. Ich glaube, dass uns die Klippen nicht mehr lange aufnehmen werden. Ja! Oh, Gott sei Dank! Das glaube ich auch. Also, ich bin in dieser Höhle gegangen, um die von der du Maler und Gary erzählt hast. Und eine Vorrichtung, da hat mich irgendwie inspiriert. Ach du heilige Scheiße! Wenn ich jetzt ausbilden muss und da wieder 100 Stunden brauche. Ich bin bestimmt nicht so tapfer wie du, aber vielleicht kommst du über diese Lift noch schnell ins Außengebiet. Und eines Tages können wir dann vielleicht alle folgen, wo ich flieh Mutter Leidenschaft an, dich zu beschützen. Danke dir, Iman, das ist fantastisch. Mein Junge, ich wünschte, ich hätte deinen Mut. Du bist genau wie dein Bruder. Okay. Er hat uns die Möglichkeit gegeben zu flüchten, Leute. Die wollten uns hier gefangen haben. Was ich andererseits auch verstehen kann, aber los. Okay. Schnell, Leute. Wir müssen fliehen. Wir müssen das tun, was wir tun müssen, damit nicht noch mehr Leute sterben.
Hey, Freund. Hey. Hey, Kleiner. Hey, 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 hey. 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 Kleiner, ich weiß, wir haben dich nicht gut behandelt. Ich weiß, ich habe sehr viele von euch getötet. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht und nicht ihr. Ich weiß das. Komm schon. Komm schon, Kleiner. Komm schon. Komm hier. Ich sag doch, man kann jedes Tier zähmen. Guck dich doch mal an. Du bist genauso ein Lebewesen wie wir. Wir sollten lernen, mit euch umzugehen. Komm mit, Kleiner. Kannst du? Braver Junge, braver Junge. So, Kleiner, was machen wir jetzt? Oh nein. Ist er böse auf mich? Nein, 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 Junge, du wirst sterben! Hört auf! Och nee! Du hast tapfer gekämpft, Kleiner. Danke, dass du versuchst, mir zu helfen. Einige von ihnen scheinen bereits die Klippe zu verlassen. Ja, ich werde die anderen umstimmen müssen. Wenn wir hier weggehen, dann sollten wir es zusammen tun. Ich muss noch eine Gruft finden, um mehr über Menschen und Tiere zu lernen. Und vielleicht gegen die Tamas wissen wahrscheinlich, wie mehr dorthin gekommen sind. Ach, super. Muss ich jetzt nochmal an die Leiche von ihnen? Aua! Mensch, Dodos, wir waren doch mal beste Freunde, ganz ehrlich. Das war halt eine Scheiße von euch. Haut ab, ihr habt mein Freund jetzt. Na, das wird in Zukunft leider öfter passieren. Haut ihr jetzt endlich mal ab, ihr Scheißgeier. Sorry. Die Trainingsakademie hat damals uns gehört. Haut ihr jetzt mal ab? Ich hol gleich die Krokos. Dann seid ihr toter, als ihr tot zahlen könnt. Das hat ganz ärgern. Es ist aber schon geil. Hallo. Ah, die Familie. Was? Es gibt vier von uns? Ah, ich habe gewonnen. Ich hatte darauf gewettet, dass es ihn einige Tage kosten würde, um einen Zusammenhang herzustellen. Huh, willkommen zurück. Ich würde dich ja zum Hinsetzen anladen, aber es sind keine Stühle übrig. Gut, dass du uns besuchen kommst. Nun, da du mitten in der Politik von Albao angekommen bist, bei uns haben mächtige Häuptlinge angeklopft. Ups. Huh. Sie sind gar nicht glücklich, gar nicht. Die Häuptlinge fühlen sich an eine lange vergessene Zeit erinnert und sehen es gar nicht gerne, wenn ihr die Wackerklippen verlassen würdet. Trotzdem, du bist wahrscheinlich nicht hergekommen, weil es euch da oben so prächtig geht. Ja, kein Problem! Wir können dir wie immer unter die Arme greifen. Natürlich nur, wenn du uns auch hilfst. Wahrscheinlich willst du in einen anderen Gruft rein, oder? Dein neues Gerät, der hilft bestimmt dabei, die anderen Einflüsse Pinsel oben dieser Klippe zu überzeugen. Naja, die Häuptlinge von Obama sind jedenfalls nicht so glücklich darüber, dass du dich in die Gruft umziedelst. Deshalb sollen sie auch sicher verschlossen werden. Und da wir ja so neutral sind, oder es zumindest zu sein scheinen, haben sie uns den Schlüssel zu den Gruften anvertraut. Naja, du hast schon recht wegen dem Gruft. Ich will da rein, aber... Okay, wir haben also, was du brauchst, aber wir brauchen auch dich.
Ich wollte noch über ein merkwürdiges Bild und ein Rangabzeichen befragen, die ich sorry, gefunden habe. Ah, wie ich erwartet hatte. Unsere Vorstellungen gleichen sie sich einander an. Das ist genau das, wofür wir einander brauchen. Du musst wissen, dass uns da deine Ankunft an unser unvollendete Forschungsobjekt über ein Ergebnis erinnert hat, das man im Allgemeinen den Irrtum nennt. An diesem Ergebnis hatten aber nicht nur die Menschen großartig an Teil, sondern alle Stämme. Das ist das Symbol, das ich gefunden habe. Was bedeutet das denn? Es bezieht sich auf einen großen Konflikt auf Albama. Und zwar einen, den wir dann doch lieber gemieden haben. Und zwar haben wir den Sumpfwald stecken in Schwierigkeiten und uns wurde alles ein bisschen zu heiß unter den Füßen. Was dann zu einer großen Lücke in unserem riesigen kultischen Wissensfundus geführt hat. Die anderen sprechen nicht viel darüber. Anscheinend war es damals nicht so prickelnd, hier zu sein. Vielleicht hattest du ja mehr Glück. Wir wissen, dass Menschen involviert waren. Aber wir wissen nicht, wie die Antwort findest du bei den anderen Spezien. Sie alle haben Wissen über einen bestimmten Teil der Iristum. Und wir hoffen, dieser Teil mit dir als fehlende Bindeglied zusammenzufügen zu können. Nimm mal zum Beispiel die Schmutzler. Die hassen mich nicht. Aber die Todesegger. Die von den Felsen kommen. Sie wirken schmutzig und hilflos. Aber sie haben mehr drauf, als man erkennen kann. Ja, die Erfahrung musste ich auch schon sammeln. Die Fächel sind als Gauner bekannt und kommen aus Teilwald. Ja, die hassen mich leider. Sie werden gleich merken, dass du wertvolle Informationen benötigst, nur um dich dann bei allen herauszufordern, bei denen sie gut sind. Aber der ist wirklich gut verwundet. Die Krokas sind die schaumigsten Jäger des Waldes. Wenn du willst, dass sie irgendwas mit dir teilen, dann musst du dir einen Respekt verdienen. Die Kamblins sind ein weiß Bergvolk, die versucht immer alles zu be belehren, aber letztes Endes läuft es doch oft auf hoher Gewalt hinaus. Die Golingtags von den Dünnen wurden uns oder nicht oder dich nicht mal ansprechen. Für sie sind wir nicht nobel genug. Ihre Eitelkeit ist der Schlüssel zu ihrem Wissen. Ah, die Typen, die Dodos, wie ich es immer gerne. Du könntest perfekt dafür geeignet sein, sie alle zu kontaktieren. Du bist neu, interessant und du scheinst zu bekommen, was du brauchst. Das hört sich aber nach viel an. Ist es auch. Du kannst das so anpacken, wie du möchtest. Auch die Reihenfolge ist egal. Viel Glück. Boah, musste ich halt viel lesen heute. Aber es ist wirklich sehr interessant, das zu wissen. Die Informationen haben mir, glaube ich, ein bisschen geholfen. Die Bamas haben auf Albama Friedensvertrag und schriftlich Beleidigung eingeführt. Dieses Wissen wird von den Dorfhandlergruppen auf der Insel in Umlauf gebracht. Wenn solche Verträge getauscht werden, verbessert oder verschlechtert, die Beziehung tauschen Informationen in Beziehung damit. Okay. Das ist aber sehr interessant. Friedensvertrag. Friedensvertrag-Idee. Okay. Vielen Dank. Allerdings, Leute, es tut mir leid. Ich würde auch prächtig interessieren, wie es weitergeht, aber heute habe ich das Spiel schon etwas, ein bisschen teilweise aufgeregt. Deswegen, auch wenn es jetzt gerade ganz cool war, die Folge.
die letzten beiden, aber die ersten beiden waren die Hölle. Aber es tut sich wieder alles gut entwickeln und es ist ja alles momentan brennend. Auch wenn unser kleines Tierchen gestorben ist, wo wir ganze 10 Sekunden hatten. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, das war's bis hierhin. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.